Nee, aber lass uns, du wolltest Siemens Energy nochmal So, ansprechen. soll ich die gerade machen? Dann mach doch Siemens. gerade mal Siemens Energy, die fandst du interessant, weil da gab es eine Neuigkeit, die du interessant findest, vielleicht auch Also, mittel- bis langfristiger Natur. wo habe ich die denn jetzt hier? Siemens Energy, da sind sie doch. Also, Siemens Energy. Gamesa ist da wohl raus. Siemens Energy ist noch nicht so lange an der Börse. Die hat jetzt seit dem 1.10., die haben sich verdoppelt. Das darf man nicht vergessen. Die sind einfach, die sind 100% gelaufen. Das mit dem 10er Hebel, das wäre ein Riesendeal gewesen. Ich habe auf die NISO geschaut. Mein Hintergrund ist der, ich war jahrelang Market Maker in Siemens. Ich hasse den Wert. Also Siemens, ich fasse Siemens nicht an. Wenn ich wüsste, die würden morgen übernommen werden, ich würde sie nicht anfassen. Ja, das ist wie, ach, ich weiß nicht, wie ich das vergleiche. Ich mag sie einfach nicht mehr. Ich bin übersättigt von Siemens. Siemens Energy fand ich jetzt eigentlich auch nie so besonders interessant, aber dann habe ich mir den Chart hier näher angeschaut. Wir haben eine fast ohne Korrektur sensationelle Aufwärtsbewegung gemacht. Energie ist überall in aller Munde. Gamesa scheint nicht mehr das Problem zu sein oder zu werden. Jetzt kommt hier unten, und das kam jetzt heute, Stimmrechtsanteile, Moment mal, hier. Siemens Energy unterzeichnet Verträge zur Kraftwerkwartung im Irak. Also die Frau Baerbock hat sich da um 360 Grad gedreht und hat jetzt im Irak für Siemens Energy einen schönen Deal da. Also ob sie es gemacht hat, ich weiß nicht, wie es geht. Auf jeden Fall hat Siemens Energy da was unterschrieben. Und da geht es um diese gesamte Wiederrestrukturierung von dem gesamten Stromnetz vom Irak. Jetzt glaube ich mal ehrlich, dass der Irak wahrscheinlich nicht so reich ist, dass er da also ganz tolle Rechnungen bezahlen kann. Das ist ja kein Dubai oder sowas, die das aus der Portokasse zahlen. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein guter Auftrag. Ich glaube, Energie wird, dazu gehört auch für mich sowas wie Nordex. Die Margen sind erhöht, bei Nordex auch, bei Siemens Energy weiß ich das nicht so genau, aber ich glaube, dass Siemens Energy, die auch mit Indien immer wieder in Kontakt gebracht werden, eher jetzt mal hier auf lange Sicht hier diesen Downtrend hier komplett verlassen haben, dieses Zwischenhoch, was wir hier hatten von 15 hoch bis 18, auch überboten haben. Ich glaube, dass auf Sicht von einem Jahr die Siemens Energy eher hier so in diesem Bereich zu finden sind, 27 zu 29, und neige dazu, sollten sie überhaupt noch mal runterkommen. Das ist auch noch kein Verkaufssignal hier, dass in dem Bereich noch mal 17, 17, 80 ist das eher ein Kauf. Und ich mag die Siemens Energy, mag ich also lieber als die Mutter, muss ich sagen. Mir gefallen die ganz gut. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das die wird für die nächsten 6, 8 Monate. Also mittel- bis langfristig. Ja, da gibt es Wie ja auch noch immer du das Verringerung möchtest. der Kohlenstoffemissionen und dann Automatisierung, generell Technologiewert, ne, Energie, Energiekrise. Also ich finde es auch, es ist ein interessanter Wert. Ich kann mir fast auch vorstellen, dass da institutionelles Interesse dahinter steht und deswegen da auch keine Korrektur richtig reinkam. Ja, naja gut, das ist ja schon eine Korrektur hier, aber wie gesagt, jetzt hat die sich verdoppelt Nee, innerhalb in den Anzug seit der Verdopplung, ne, seit du gemeint hast. Da sieht man Verstehe. ja kaum Korrekturen, ja. Ja. Also seit wann ist das? Seit Oktober läuft die ja in einer Tour nach oben. Ja. Das riecht schon nach so institutionellem Interesse, die da einfach einsammeln. Gut, hier kommt noch die Bitte nach Warta. Ach so, Du warte, die hast hatte eben ich noch. Warta angesprochen, deine Meinung zum Batteriehersteller Warta. Ich denke, das passt auch zum Bereich Tesla ganz gut. Er braucht ja auch eine Batterie. Warta ist eine der verfixesten Aktien in Deutschland. Jetzt kam gerade eben ihr Shortseller Naya Capital Management fährt Position kräftig zurück. Naya, 1,29%. So, jetzt muss ich gerade mal schauen. Haben am 7.3. ihre Short-Position von 1,56 auf 1,29% der Warta-Aktien gesenkt. Da sind, ich mache es mal größer, da sind, Moment, kriege ich das irgendwie hier größer? Das sind, ne, kriege ich nicht. Muss ich leider so sagen. Wir haben, wo war denn das? 9,05% ist Short in Warta. Warta, die Zahlen waren alles andere als schick, die da vom Vierteljahr genannt wurden. Ist eine schwierige Aktie, muss ich wirklich sagen. Das ist eine, die polarisiert. Das ist eine Diva, nenne ich das immer. Ja, wenn die mal vor dem vollen Opernhaus singt und macht es gut drauf, dann geht die auch mal ihre X% nach oben. Das hier war Bekanntgabe der Zahlen 23.09. letzten Jahres. Und so eine Bewegung, das sieht man selten. In so, das ist ja kein kleiner Wert. Die haben 1,3 Milliarden, glaube ich, ja. Aber über diesen Zeitraum vom 3.10. jetzt bis heute hier, das ist nichts anderes als eine Seitwärtsbewegung, mal ganz kurz drunter geditscht, ja.
Was mir halt auffällt, deswegen, ich möchte weiter als, wie gesagt, man mag sie oder mag sie nicht, als zumindest hochgradig interessant zeichnen, weil die liegen im Moment am oberen Band. Die Bänder sind sehr, sehr eng. Die Bänder geben Ausschluss über die Schwankungsbreite. So, jetzt haben wir das untere bei 27,40 und das obere hier bei etwas unter 30. Bisschen hoch, ich gehe gleich näher ran. Das war bitter hier. Das war echt bitter. Da wurde wirklich Geld vernichtet und auch Vertrauen. Aber wenn dieser Bereich hier um die 30 mit Schlusskurs etwas deutlicher, sagen wir mal 31 überboten wird, dann zieht die auch nach oben ab. Ich glaube, die Warta bereitet sich nach so einer langen Zeit auf eine Bewegung vor. Also ich will da noch hinweisen, da passiert was. Das lässt die Aktie sich nicht mehr lange bieten, dass da hier nichts Dann, passiert. ich Da schnappe kommt mir mal was. kurz den Monitor. Also Warta hatten wir im Jahr 2020, 2021 bei uns auf der Watchlist. Wir nennen es das TB-Universum. Ne, also nehmen wir die Aktie auf in unsere Auswahl fundamental gut aufgestellter Unternehmen, die langfristig Perspektive haben. Batterieherstellung, ne, Megatrend. Und wie du schon sagst, die kam nicht so richtig ins Rollen. Ich zeige euch mal ein typisches Muster, was die da zeigt. Warte mal. Also sie läuft an, macht eine Übertreibung, wird nach oben gehypt. Dann hier kam Corona, ne, der Corona-Rücksetzer, Topping-Bildung. Und im Prinzip geht sie von einer Topping-Bildung in eine Irritationsphase, macht den Abverkauf zur Unterseite. Seht ihr, das ist fast bilderbuchartig, was die Warta macht. Jetzt muss man natürlich sagen, ist Warta jetzt Penny Stock oder ein Hype oder steht da nichts dahinter? Ich habe mir die Warta dann hier angeguckt, Qualitätscheck, das stimmt soweit. Ja, wir kennen ja auch Warta, wir haben Batterien und alles da. Die Qualität an sich stimmt. Und wie du schon gesagt hast, ne, hier der Umsatz, Fair Value, die ist unter ferner liefen. Ja, die wurde im Prinzip ins Nirvana gebombt. Mit diesem Abverkauf und das nennen wir, die Aktie kotzt sich aus. Im Prinzip Short Squeeze, Short, was weiß ich, die Hedgefonds, die da drauf gehauen haben. Und das, was wir jetzt sehen, ist eine Bodenbildung. Die haben jetzt schlechte Zahlen geliefert. Klar, die sind in starker Konkurrenz zu anderen Batterieherstellern, aber sie sind weit unter ihren eigentlichen Wert runtergeprügelt. Wie gehen wir mit sowas um? Ja, wie du, man könnte eine kleine Einstiegsposition mal machen. Die ist aber langfristiger Natur. Ich würde es gar nicht über ein Derivat machen. Wir würden es tatsächlich über die Aktie machen. Aber wir schnuppern uns ein bisschen in den Markt hinein. Ne? Die kann auch durchaus noch mal eine lange Zeit seitlich laufen. Die muss jetzt im Prinzip ihre Bodenbildung, ich sag mal, etwas bestätigen. Naja, bin ich voll bei euch. Also da passiert was, das muss ich vorbereiten. Ja. Und das ist bei Warta. Ich kann mir bei Warta vielleicht sogar sowas wie eine Übernahme oder sowas, so eine Fusion oder sowas vorstellen. Ja gut, das wäre mir jetzt zu weit gegriffen, aber ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich meine, die haben Pech gehabt. Jetzt haben sie auch mit Apple da diesen Deal verloren für diese, ich weiß nicht, wie diese Ohrdinger, diese Kopfhörer da heißen. Keine Ahnung, ich habe die nicht. Ja, weil ich will nicht mit so einem Ding im Ohr die ganze Zeit rumlaufen. Aber dann, das macht der Apple jetzt auch selbstständig. Und da sind sie wohl da raus. Egal wie. So, was hast du denn noch? So, hier kommt nochmal, hier müssen alle Indikatoren im unterbewerteten Bereich liegen. Du hast ja schöne Videos gemacht bei dir in deinem YouTube-Kanal. Da erklärst du das ja immer wunderbar, wie du die Indikatoren verwendest. Da verweise ich einfach mal auf deine Videos. Da Ja, da geht er erfährst du bitte ja auf. ziemlich offen, wie du damit umgehst. Ja, das ist YouTube Christian Schlegel und da gibt es verschiedene Playlists. Die eine ist für den DAX, die andere für Einzelwerte, dann für Amerika und eine ist Allgemeines. Und wenn man auf Allgemeines drückt, da habe ich, glaube ich, ungefähr so 15 Bänder, da habe ich mal eine Serie gemacht mit der deutschen Börse, wo, wann, wie, was, wie greift. Weil die sind alle einzeln, also einer über Stochastik, einer über Bänder, einer über MACD, weil der eine mag es so, der andere mag es so. Der eine nimmt eine RSI, der andere eine Stochastik, ist Geschmackssache, wie ihr wollt, aber das sind auch kurze Filme, die sind meistens nur so zwischen 6 und 10 Minuten. Also da kannst du einiges gucken. Jo, na, hier kann ich es mal gerade für unsere Leute einblenden, ne? Christian Schlegel, Die das ist hier Playlist. Die dein Playlist. Kanal mit einer Playlist hier unten, wie du da mit den verschiedenen Dingen umgehst. Da kann sich jeder dann informieren, ne? Für uns gibt es ja auch einen YouTube-Channel, den bauen wir ja auch permanent auf und aus. Gut, dann lass uns nochmal zu, die Zeit schreitet voran. BASF wollte ich nochmal was zeigen. BASF war früher eine Investition bei uns. Also da haben wir viel Geld rein investiert gehabt. Und das haben wir, wann haben wir das? Also vor Corona war das noch, haben wir geändert, weil
die im Management da tatsächlich auch ein paar Sachen gemacht haben, die uns nicht gefallen haben. Sich verkalkuliert, verspekuliert. Aktuell wandern sie ab. Deindustrialisierung, ne, was passiert hier? Die Energiepreise in Europa werden zu groß. Chemie ist energieintensiv und man will verstärkt investieren in Amerika und in China. Ja, und jetzt ist halt die Frage, ist das ein Einstieg? Ne? Die ist zuletzt ja recht abgestraft worden, sieht man hier. Sie hat einen Doppelboden gemacht. Und für eine langfristige Investition, muss ich persönlich sagen, sehe ich aktuell eher schwarz. Aber für einen Swing Trade, warum nicht? Ich habe euch jetzt hier auch das Fair Value mal von der BASF mit eingeblendet. Also sie ist schon brutal abgestraft. Und alleine, wenn sie im Prinzip auf ihre alten Hochs hier nach oben kommt, ist sie erstmal fair bewertet im Verhältnis zum Umsatz, den sie machen. Und warum nicht? Ne? Also ein gewisses Potenzial ist schon da. Müsste ich mir aber jetzt nochmal charttechnisch und sowas genauer anschauen, ob dann, also jetzt aktuell würde ich das tatsächlich eher spekulativ mal probieren, ja. Also ich habe es gemacht, ja, eben auch spekulativ, auch für die App, wo wir ja beide da mitmachen. Ich gucke gerade eben mal hier auf meinen Chart, muss aber jetzt nicht den Bildschirm umdödeln. Moment, ich muss gerade mal, ich mache es mir hier hoch. Es ist so, dass dieser Bereich um, na komm her, zwischen 45 und 46 ist für mich eine ganz gute Unterstützung. Ich habe mir Scheine ausgesucht, die haben eine Basis von 43. Da liege ich momentan ein bisschen hinten, aber das ist noch, also seit heute Nachmittag sind die wieder plus minus null. Ich mag die eigentlich auch im Hinblick jetzt auf die Dividende. Der eine oder andere kommt dann auch wieder. Ich glaube, 5,7% sind das, wenn man das so rechnet. Aber ich habe noch nie eine Aktie gekauft wegen der Dividende. Andere machen es. Und ich glaube also auch, dass sie jetzt dieses, was sieht man auf deinem Chart nicht so gut, weil das ist so ein Monatschart seit 1991. Da gab es dich doch noch. Doch, da gab es dich schon. Ja. Nein, ich finde vom Chart her, ich habe noch kein Kaufsignal, aber ich habe gute Unterstützung. Die 200-Tage-Linie liegt bei 46,40. Der gesamte, was ich nenne, Soft-Landing-Area ist zwischen 45 und 46. Bei 46 liegt auch das 50er-Retracement von der letzten Bewegung von 7 und deinem rechten Bein da, von 37,87 hoch bis zu 54. Ich denke, dass sie... Diese Investition in China, ja, aber das ist auch schon länger bekannt, das sind 10 Milliarden, die sie da investieren. Ja, weiß ich nicht, wie das zu werden ist, aber ich glaube, dass die von hier aus nicht nennenswert, wenn der Markt weiter steigen sollte, gehen die mit, aber nicht besser als der Markt. Aber so eine 50, 52, recht kurzfristig, bei den 20-Tage-Linie ist bei 50,40, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also wäre jetzt für mich kein Short. Nee, Short nicht. Also Short wäre sie dann, wenn sie die beiden Tiefs hier unterbietet. Ja. Dann würde ich sogar aggressiv shorten. Aber das muss erstmal passieren. Ja. Da würde ich dann sozusagen auf so einen irrationalen Sell-Off wie bei Warta spekulieren. Das hat auch mit fundamentaler Bewertung nichts mehr zu tun. Na, das ist dann im Prinzip sowas wie Nerven verlieren. Dann manchmal passiert das an der Börse. Gut. Dann kommen wir zu meinem letzten Short, den ich nochmal vorstellen wollte. Das war die ProSieben. Ja, ich versuche ja immer dann hier nochmal den ein oder anderen Trade mit anzugeben, den ich gerade interessant finde. Ich mache mal auch hier meine Indikatoren mit rein. So, das ist ein deutscher Wert. So, die hatten wir besprochen am 23.11. Das war hier. Und damals hatte ich gesagt, oh, die ist überhitzt, schaut mal auf die Indikatoren, die geht bestimmt ein bisschen runter, zack, 15% oder sowas ist so runtergegangen. So, ja. Und jetzt aktuell hält sie sich eigentlich ganz gut, aber sie bricht ihren Trend. Ihr seht schon mein aktuelles Szenario hier, ne, die hat sich auch ausgeruht und jetzt bricht die mehr oder weniger diesen Trend hier. Na, nicht so ganz sauber, muss man gucken, ne, kann man unterschiedlich definieren. Ich halte von der ProSieben deswegen relativ wenig, weil ich glaube, die kriegt fundamental ein bisschen Gegenfeuer. Ich habe mir jetzt einen Schein hier rausgenommen, UK9, LDG. Ne, den Short habe ich hier schon gesetzt, damals hier. Ne, ihr seht, der ist schon so leicht in den Gewinn gelaufen. Und ich glaube, die könnte in einen Abverkauf hineingehen. Die werden demnächst auch dann Zahlen vorlegen. Und ich glaube eher, dass sie negativ überraschen, wie zuletzt auch. Ist aber auch eine Spekulation, ja. Also ich halte den Trade, weil er aktuell noch nicht so fortgeschritten ist, dass er für mich immer noch interessant wäre. Hätte ich die Position noch nicht, würde ich sie jetzt eingehen.
Und zwar bewusst vor den Zahlen, ja. Ich sagte gerade mal, wann die Zahlen kommen. Die sind am 9.3. des Jahresabschluss. Das ist morgen. Genau, 9.3. wird hier auch angezeigt. Bei deutschen Werten muss man hier bei TradingView immer ein bisschen aufpassen. Da kann auch mal ein Fehler drin sein. Aber wenn du das gerade bestätigst, morgen Ja. Zahlen Und da sehe ich jetzt und gerade eben, da will irgendein Großaktionär die tschechische Milliardärin Renata Kellnerowa, ist ein geiler Name, Kellnerowa, hat ihren Anteil an dem Medienkonzern auf mehr als 10% aufgestockt. Jetzt will sie einen Platz im Aufsichtsrat. also hier ist ProSieben ist ein heißer Kandidat, ne? Berlusconi soll da schon drin sein und investiert haben. Ein Übernahmekandidat. Mag alles sein, aber selbst wenn du einen Übernahmekandidaten hast, bist du in der Regel auch manchmal daran interessiert, den in den Grund und Boden erstmal zu prügeln, um ihn dann zu übernehmen. Und wenn ich dann einen Short setzen kann, warum nicht? Übertreibt es mit einer Short-Position auch nicht. Es ist im Prinzip einer von vielen Trades. Wenn er nicht klappt, geht die Welt auch nicht unter. Ich versuche meine Positionen immer über ein paar Ideen zu streuen. Und das ist halt eine davon. Da wurde ich gefragt, wo ist mein Stop-Loss? Ihr seht, mein mentaler Stop-Loss liegt relativ weit oben. Den ziehen wir jetzt mal ein bisschen nach unten. Also den immer über das Verlaufshoch drüber setzen. Ich setze den dann nicht genau aufs Verlaufshoch, sondern ein bisschen drüber. Ich mache lieber den Hebel ein bisschen kleiner und gebe dem Ganzen ein bisschen Zeit. Letztendlich habe ich über den K.O., ich habe hier ein K.O. gewählt, das ist das Maximale, was ich verlieren will. Ne, sollten die übernommen werden und die eröffnet morgen bei 14 Euro, dann verliere ich maximal so viel, wie ich in meinem K.O. riskiert habe. Das ist der Vorteil eines K.O.-Zertifikats. Ich kann nicht mehr verlieren, als ich riskiert habe. Den Rest trägt der Emittent als Risiko. Das lässt er sich über das Aufgeld auch bezahlen, aber das ist in dem Fall für mich ein ideales Szenario, so ein K.O.-Derivat mal zu benutzen. Und wenn der Trade schön aufgeht, warum nicht? Ne? Gut, das wollte ich euch an der Stelle hier nochmal zeigen. Und ansonsten sind wir eigentlich alle Themen durch. Oder hast du noch irgendeinen Nein, Wert? nee. Ich habe gerade eben auch schon abgehakt. Gut, dann gucke ich nochmal über die Fragen drüber. Aber die haben wir soweit alle besprochen. Gut, ja, hier wird nochmal nach dem Dow Jones gefragt. Der Dow Jones geht auch gerade ein bisschen in die Knie. Ihr wisst, ich habe auch eine Short-Position im Dow Jones laufen. Na, ihr seht schön Ausbruch, Pullback. Ne? Aktuell sieht es eher nicht so schön aus. Aber ich gebe nochmal zu bedenken, der März hat es in sich. Ne? Also es gibt die EZB, die wird am 15. berichten. Es gibt die Leihdaten am 17. und es gibt die EZB, die FED-Sitzung am 22. Wirklich langfristige Entscheidungen werden wir nach diesen Terminen machen. Davor halte ich es wie du. Wir halten uns ein bisschen zurück. Den einen oder anderen Swing werden wir probieren. Aktuell tendiere ich auf eine Mischung aus Long und Short. Es gibt tolle Long-Kandidaten, es gibt tolle Short-Kandidaten. Warum nicht beide Richtungen probieren? Und die Differenz macht in der Vorphase eben den Gewinn aus. Es wird nicht alles klappen. Das musst du als Trader lernen. Gehört dazu. Aber unterm Strich, ne, wenn du da ein paar gute Trades absetzt, kommt in der Regel in solchen Märkten auch was rum. Und danach gucken wir mal, ob neue Trends anlaufen. Ja, ob nach oben oder nach unten, ist uns dann eigentlich auch egal. Wir werden uns dann im März werden wir uns wahrscheinlich dann positionieren. Wir sehen uns dann auf der Invest. Also wir telefonieren am Freitag, wir sehen uns auf der Invest. Seid ihr da bei Nacht? Ja, ne? Wir Also sind dann sehen wir uns an der Bar. An der Bar, warum stehen die da? Also deswegen, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das erste Bier zahle ich. Vielen Dank fürs Zuhören und wer uns dann auf der Invest sieht, einfach ansprechen. Wir sind da ziemlich locker, der Falk, der Arne und ich, wir sehen das sehr, sehr easy. Macht das ruhig. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Happy Trading und fette Beute.